So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shelia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich ideale Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Business machen. Und in dem heutigen Video-Interview spreche ich mit einer ganz lieben Kundin, nämlich der Julia Engel. Julia, herzlich willkommen im Gespräch. Ja, danke schön, Shelia, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir machen heute klassisch eine Kundenstimme, eine Berichterstattung und ich nenne sie auch ganz gerne Erfolgsstories, weil es ganz stark auch darum geht, wo die Entwicklung gegangen ist in der letzten Zeit. Und Julia, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wäre es ganz toll, wenn du dich vorstellst, wer du bist, was du machst, wo du lebst, dass die Leute einfach ein besseres Bild von dir bekommen. Ja, sehr gerne. Ja, liebe Shelia, liebe Zuhörerin, ich bin Julia Engel. Ich bin tätig als Therapeutin und Coach in eigener Praxis im Herzen Berlins und seit kurzem jetzt auch tätig als Online-Mentorin, als Live- und Business-Mentorin und mache das jetzt zunehmend auch online, um neben der Tätigkeit hier in meiner Praxis auch mit Menschen arbeiten zu können, die den Weg hierher nicht finden können nach Berlin und auch um mir selbst mehr persönliche Freiheit ermöglichen zu können, denn ich selbst möchte in Zukunft die Hälfte meines Lebens an kraftvollen Orten in der Natur leben und durch Online-Arbeit ist das dann in Zukunft möglich. Ich hatte das Gefühl sogar in letzter Zeit, Julia, dass du dieses Ziel schon erreicht hast. Ich sehe dich an dieser Kraftorte ganz, ganz viel, oder? Ja. Genau. Ich bin schon, also ich erlebe es jetzt schon, also noch nicht ganz so viel, wie es meine Herzensvision ist, weil ich möchte auf jeden Fall mindestens halb-halb zwischen Stadt und Land pendeln können. Ich bin jetzt schon da, dass ich viel, viel draußen bin, also mindestens eine Woche im Monat, manchmal sogar dann einen ganzen Monat, je nachdem, wie ich das dann hier mit meinen Klienten in Berlin vereinbaren kann. Ne? Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe das nur deswegen gerade bemerkt, weil ich weiß von mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal ein Ziel und wenn ich genau hinschaue, merke ich ganz oft, dass ich schon lebe. Dann, absolut. Dann merke ich das gar nicht. Ja. Julia, in diesen Gesprächen geht es ganz stark um einen Entwicklungsweg, also wo du warst und bevor wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten, also in den meisten Fällen vor 6 Monate, vor 9 Monate, je nachdem, wann die Coaching-Zusammenarbeit angefangen hat und wo du dich hinentwickelt hast bis heute. Und ich fange ganz gerne immer mit dieser Ausgangssituation an, um einfach mal den Weg zu beginnen. Könntest du den Zuhörern, Zuschauern erzählen, wo du warst? Ja. Also vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, so mein Anliegen meiner Arbeit würde ich ganz gerne so ein bisschen vorschieben. Ja, also mein Herzensanliegen ist es, also was ich mache mit meinen Klienten ist, ich begleite sie in ein wirklich eigenes Leben. Ja, also ich begleite Männer und Frauen sind es in Umbruchszeiten, in Lebenskrisen oder auch aus größeren Sinnkrisen sozusagen heraus in ein Leben, das wirklich das eigene ist und erfüllt erfolgreich ist. Also da geht es immer um dieses Thema weg von Fremdbestimmung, von Unfreiheit, von zu viel schneller, höher, weiter hin zu einem so ganz tief sich erfüllt anfühlenden eigenen Leben. Ja, also das ist sozusagen das, was ich schon auch gemacht habe, bevor wir angefangen miteinander zu arbeiten. Ja, also das ist mein Herzensanliegen, also Authentizität, das ganz echte eigene Leben wirklich zu finden und auch den Mut zu entwickeln oder zu haben, sich auch auf den Weg in dieses Leben zu machen. Ja. Und das sind dann teilweise die Anlässe für eine Zusammenarbeit können sehr unterschiedlich sein. Das ist also wirklich kann sein, dass jemand schon so richtig tief reingeraten ist in Burnout oder muss schwere Situationen bewältigen, Trennungen oder so. Ich nenne sie immer ganz gerne die Stoppschilder des Lebens, wo es dann einfach nicht weitergeht. Es kann aber auch sein, dass es so eine ganz unbestimmte Sehnsucht ist, die aber schon lange da ist. Und man sagt, irgendwie ist das jetzt?
irgendwie. Also irgendwie in mir gibt es doch noch was ganz anderes. Und irgendwie träume ich doch eigentlich davon oder habe ein intensives Verlangen nach einem eigentlich erfüllenderen Leben. Ja, also das sind so die Anlässe, warum schon immer auch die Leute hier zu mir in die Praxis gekommen sind. Ja, also das ist so mein, was mich wirklich antreibt, ja, ist dieses echte, tiefe eigene Leben. Ja, ja. Und der Grund, warum ich zu dir gekommen bin, ist, ich hatte letztes Jahr, also es war mir schon klar, dass ich, wenn ich aus meiner Arbeit auch, wenn das auch wirtschaftlich stark werden soll, dass ich für mich irgendwie andere Hebel entwickeln muss, außer die 1-zu-1-Arbeit hier in meiner Praxis. Mhm. Ich liebe die Arbeit hier in meiner Praxis. Ich liebe das echte, sehr unmittelbare, intensive Zusammenarbeiten. Das werde ich auch immer weiter machen. Ja. Ja, aber ich war an so einem Punkt, wo ich eigentlich, ich komme ja aus einem anderen Beruf, ich habe ja über 15 Jahre im Management gearbeitet und habe mich dann selbst auf einen sehr, sehr intensiven inneren Weg begeben. Ja. Und mein heutiger Beruf ist ja ein Ergebnis daraus. Ne? Und im Grunde genommen begleite ich Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen, nämlich die auch so denken, so irgendwie muss noch was anderes kommen. Eigentlich geht es noch um was ganz, ganz anderes. Ja? Es hat was mit einer tiefen Selbsterfahrung auch zu tun. Und ich, als wir uns kennengelernt haben, da ging es darum, wie wird das, wovon ich eigentlich schon weiß, dass es mein Herzensanliegen ist, aber auch wirklich ein, ich nenne es jetzt mal eben ein Business, ja, wo das immer so ein bisschen komisch ist, in Seelen- und Persönlichkeitsangelegenheiten über Business zu sprechen, aber es ist ja wohl, sehr wohl, weil ich gebe ja meine ganze Kraft da rein, ja, ich gebe meinen ganzen Erfahrungsweg da rein, mein Wissen, meine ganze Persönlichkeit, und ich stand irgendwann an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, also entweder bleibt das jetzt so ein Hobby, ja, also so ein Nebenberuf, und ich muss weiter in meinem alten Beruf als Projektleiterin oder als Geschäftsführerin von Projekten arbeiten. Und mein Herz und meine Seele haben mir eigentlich schon lange gesagt, nein, die Zeit ist vorbei. Ich möchte eigentlich nichts anderes mehr machen. Ich möchte nur noch wirklich meine Seelenbegleitungskraft ins Leben geben und das Leben und nicht noch immer eigentlich mir diese Arbeit finanzieren durch eine andere. So, das war der Punkt. Und ich hatte dann schon in 2015 ist mir klar geworden, okay, dann musst du dich mit Internet beschäftigen, dann musst du dich mit Online beschäftigen, um einen anderen Hebel entwickeln zu können. Ja. Und da habe ich mich in 2015, 2016 dann wahnsinnig intensiv reingearbeitet, was, denn ich bin damit nicht aufgewachsen, bin eigentlich als die Generation Analogiker. Ja. Und damit habe ich mich ehrlich gesagt dann ziemlich selbst überfordert. A, habe ich das alles für mich allein gemacht, ich habe es mir alles durch Selbstlernkurse und Gruppen und so weiter und so fort beigebracht. Ja. Und da war ich eigentlich letztes Jahr an so einem Punkt, wo ich dachte so, ich kann nicht mehr. Also es ging mir wirklich richtig schlecht. Ich war sehr kräfteraubend. Ich war wahnsinnig erschöpft. Und ich hatte sehr, sehr starkes Bedürfnis nach einer echten Hilfe, die an meiner Seite ist, an meiner Seite steht. Und so bin ich dann zu dir gekommen. Ja, wahnsinnig schön. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, die gerade zuhören, Julia, sich damit mit deinem Weg identifizieren können. Ich glaube, du sprichst einigen aus der Seele, wie es denen auch gerade geht. Also überlastet durch diese riesige Lernkurve, die mit dem Online-Bereich verbunden ist. Eine Wahnsinns-Lernkurve. Eine Wahnsinns-Lernkurve. Und wenn man dann noch sensitiv ist, ja, das ist nämlich ein ganz großer Punkt. Ja, ja. Viele von uns, die sich auf den Weg machen, so wirklich ihr eigenes Herzensding in die Welt bringen, sind auch sehr empfindsame, energetische Wesen, sage ich jetzt mal. Ja. Die können viel, die sind sehr leistungsfähig, ja, aber sie merken ganz oft nicht ihre Grenzen. Und ich habe das selbst am eigenen Leib erfahren. Ich merke es an meinen Klientinnen, an meinen Kunden. Und da ist so dieses, was wir alle lernen müssen, nämlich diese Medienkompetenz. Wie gehen wir eigentlich mit dem, was wir an Möglichkeiten als Raum jetzt haben, wie gehen wir damit eigentlich wirklich auch heilsam um? Ja, ohne uns selbst total fertig zu machen. Ja. Viele an Input. Das ist einfach ein Thema, ne? Wie wir absolut. Das ist absolut ein Thema für so viele Menschen. Ja. Und das, was du angesprochen hast, auch zum Ankommen an dem Punkt, wo du
weiß, das ist das Ding, was ich wirklich hauptberuflich machen möchte. Und ich entschließe mich dazu, das so aufzubauen, dass ich ausschließlich auch davon mein Unterhalt bestreiten kann. Ich glaube, das können viele auch sich damit identifizieren. Julia, was waren deine Erwartungen, als du gekommen bist? Du hast gesagt, du hast dich irgendwann mal entschieden, so jetzt brauche ich wirklich eine Begleitung, das wünsche ich mir. Was waren deine Wünsche und Erwartungen an diese Begleitung? Was wolltest du erreichen? Also ich hatte ja schon verhältnismäßig konkrete Ziele, was ich so, aber nein, konkret ist eigentlich zu viel gesagt. Ich hatte immer eine Vision. Ich wusste, was ich will mit meiner Arbeit, was ich mit der erreichen will. Ne? Aber es ist mir doch der klare Weg dahin. Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Ja, ich bin jemand, der sehr viele Ideen hat, der sehr viel Input kriegt sozusagen. Und auch einen sehr weiten Erfahrungshorizont, weil ich eben sowohl diese 15 Jahre Business-Erfahrung als auch diese tiefe innere seelische Arbeit als Erfahrungsbackground mitbringe. Das ist einfach alles sehr viel gewesen. Dann noch das Online dazu. Ich habe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Und ich brauchte Klarheit. Also ich brauchte für mich so eine innere Sicherheit. Kann ich das schaffen, damit wirklich ein tragfähiges und ein gut tragfähiges. Also ich rede nicht von irgendwie davon leben können, sondern entsprechend meines Weges und meiner Erfahrung, wo ich so das Gefühl habe, da will ich auch wirtschaftlich hin. Ja. Ich brauchte irgendwie so eine Art, dass ich das belege mir selbst. Ja, und zwar nicht nur so für mich auf meine Excel-Tabelle, sondern mit jemandem zusammen. Ja, ja, so wie so eine Art Wahrheitscheck, Reality-Check. Ist das jetzt eigentlich wirklich möglich? Oder muss ich eigentlich einsehen, das ist nicht so ganz, das ist Quatsch. Ja. Und dieses, also das war das. Ich wollte unbedingt gerne jemanden haben, der wirklich da ist, der jetzt dafür zuständig ist, mir zu helfen auch, weil ich habe mich wirklich so, ich will jetzt Hilfe haben, ja, ich will jetzt jemanden haben, der wirklich da ist. Und dann waren immer meine Meetings mit dir und es war immer so, ach, das war immer ganz schön, wenn ich immer mich auf meine Treffen mit dir treffe. Ich wollte nicht so in so einer Gruppe, Gruppen sind ganz toll, Gruppen haben sehr viel Kraft, also das ist nicht das, aber jetzt, wenn man so sein eigenes Business aufbauen will und eher viel wahrnehmend ist, dann ist, ich wollte gerne dieses Konzentrierte aus einer 1-zu-1-Arbeit haben. Und und dann war es ja wirklich meine Hauptleiden war ja eigentlich, dass ich dachte, so, ich bin noch nicht wirksam genug. Also ich will ja eigentlich wirklich wirksam sein. Ich will einen Impact liefern. Ich möchte Menschen unterstützen können, ja, weil I have enough to give zur Unterstützung. Ja. Und Wirksamkeit ist so einer meiner höchsten Werte. Und da hatte ich so das Gefühl, ich brauche einen Lotsen, der mir jetzt hilft, das da in eine klare Richtung zu bringen. Und dann ging es eben in der Hauptsache ging es darum, 1-zu-1 Programme zu entwickeln, also dass ich aus diesen Einzelstundengeschichten rauskomme. Ja. Und auch meine Mentoring-Programme. Also ich biete ja ab sofort auch Gruppenprogramme an und ich habe ganz schöne, klare Pakete in der Zusammenarbeit mit dir entwickelt, sowohl für meine 1-zu-1 Klienten. Und das ist auch ganz schön. Dadurch kriegt die Arbeit hier in der Praxis auch nochmal eine ganz andere Kraft. Ja, ja. Die spüren das auch, dass nochmal eine andere Klarheit gewachsen ist. Und, ja. Ja. Und ich kann eben jetzt anfangen, meine Gruppenprogramme anzubieten. Und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Es geht nämlich jetzt schon los im Oktober, liebe Shelia. Ja? Das ist sehr schön. Das ist schön. Ja, also wenn ich da zurückdenke, was mir in Erinnerung geblieben ist, waren zwei Themen am Anfang. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es für dich schon so lange nicht mehr Thema, dass du gar nicht mehr weißt. Das eine war auch dieses Thema Positionierung, gell? Weil du hast das Gefühl gehabt, dass du überall bist mit deinen Gedanken, aber eigentlich, wo wir hingesehen haben, war das so klar, wie du arbeitest und du warst schon eigentlich so klar positioniert. Das hat nur ein bisschen an Außensicht gebraucht und wie deine Arbeit strukturiert ist, ja, weil du hast ja diese drei Hauptphasen, durch die man geht. Und eine andere Fragestellung, wo ich mich erinnern kann, war sowas wie, wie kriegst du deine tieftherapeutische Arbeit? Also du hast zu Anfang
das erwähnt, mit dieser intensiven Arbeit, das ist wirklich auch eine therapeutische Arbeit. Wie kriegst du das zusammen mit deinen Coaching-Fähigkeiten und Arbeit? Und wie passt das alles zusammen? Und ich glaube, da ist total viel Klarheit entstanden über Zeit. Oder wie siehst du das? Genau das so sehe ich das auch. Also ich glaube auch, also ohne den Impact, den du hast, schmälern zu wollen. Ja, aber ein ganz, ganz, wie es jetzt eben, als ich mich so vorbereitet habe auf das Gespräch, da dachte ich nochmal, ich habe mir so angeguckt, was wir so gemailt haben vor unserer Zusammenarbeit und was meine Ziele sind und so. Ja. Und ich kann nur sagen, ja, also ich habe natürlich jetzt noch nicht, alles erreicht von dem, was meine Ziele sind. Also ein Ziel, da ist ja zum Beispiel davon, ich möchte echt wirksam sein, auch mit einer eigenen Akademie. Mhm. Ja, die baut sich jetzt auf. Ja, also ich mein Ziel ist auch erst für in 3 Jahren. Also sie steht noch nicht. Ja, und ich möchte wirksam sein als als Lebenslehrerin und Wegbereiterin. Ja, und was wirklich durch dich und dein mir immer zurückgeben, vor allem so klar geworden ist, alles was schon da war. Hat eine klare Form gekriegt. Und alles, was immer noch so ein Entweder-Oder war, hat auch irgendwie so, ist so zusammengekommen. Ne? Also zum Beispiel, was meine Arbeit eben wirklich ausmacht, ist, ich kombiniere eine ganz intensive persönliche Transformationsarbeit mit ganz konkretem lebenspraktischen Tools und Handwerkszeug. Ja, also in einer bestimmten Szene wird das auch so ein bisschen genannt, die weiblichen und die männlichen Prinzipien. Das ist so was mich sehr bewegt hat, auch mein ganzes Leben, die Vereinigung oder das Zusammenbringen von weiblichen Lebensprinzipien und männlichen. Also da in meinem ganzen Programm spielt das eine ganz große Rolle. Oder auch so dieses Zusammenbringen von die meisten, die zu mir kommen, die haben schon auch das Bedürfnis, ihrem spirituellen Weg, also ihrem tiefen inneren Seelenweg, wirklich Ausdruck zu geben und Rechnung zu geben und aber wirksam zu sein in der Welt. Also so diese Verbindung wirklich zwischen dem inneren Entwicklungsprozess, der inneren Identität und dem äußeren wirklich hier wirksam sein. Ja, das ist das, was meine Arbeit letztlich ausmacht. Und du hast mir das eigentlich immer zurückgegeben, dass es darum geht und dass das schon da ist. So, und da ging es ganz oft darum, dass ich da so eine, ist es nicht entweder oder und entweder dies oder das. Und das hat sich so in der Zeit aufgelöst, würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, dass es zu 50% meiner Arbeit mit jedem ist, eigentlich denen zu helfen, das zu sehen, was direkt unterhalb ihrer eigenen Nase ist. Und es ist ja nichts mehr als das. Aber wir können häufig unsere eigenen Dinge einfach nicht klar sehen. Und übrigens ich auch nicht. Und das ist der Grund, warum ich auch mit Coaches und Mentoren zusammenarbeite, wenn ich es tue, um einfach diesen Blick von außen zu bekommen. Und das wirst du bei deinen Kunden auch sehen, bei denen auch. Ja? Genau. Ja. Du bist auch ein Mensch. Ja, ich kann mich erinnern, vor kurzem, wir haben ja einmal im Monat nicht nur unsere 1:1 Coaching, sondern in der Gruppe haben wir unser Treffen. Ja. Und wir hatten einmal ein Treffen, wo wir irgendwie zu 6 oder 7 waren und irgendwie die Hälfte oder mehr der Leute hatten gesagt, die haben diesen Kennenlerngesprächsprozess eingesetzt und waren erstaunt, mit welcher Wirksamkeit. Und du hast dich auch zu Wort gemeldet und ich habe dich in Erinnerung als jemand, der auch stark diesen Prozess für sich umarmt hat und in sein Geschäft eingesetzt hat. Würdest du vielleicht darüber ein paar Wörter erklären, weil das für dich so kraftvoll war? Ja, also es ist wirklich ist sehr kraftvoll. Also das ist eigentlich das Erste, was ich so angefangen habe, richtig anzuwenden von den Modulen, die ja auch auf deiner Coaching-Plattform sozusagen in The Point, was ich übrigens für wahnsinnig wertvoll halte, also das muss ich nochmal sagen, all dein Wissen, so bin ich auch übrigens auf dich gekommen. Ich bin über die Videos, die du gemacht hast und über diese tollen Webinare, die du gegeben hast, bin ich auf dich gekommen. Und da habe ich so gemerkt, also die Qualität, die du vermittelst, diese Konsistenz, die da ist und so, und die Warmherzigkeit, die du ausstrahlst, ja, das hat mich einfach total angesprochen. Und
Ja, also der Prozess des Kennenlerngesprächs hat mir ganz viel innere Sicherheit gegeben, wie ich die Leute in Empfang nehme, ne? Wenn sie, ich habe auch schon vorher immer Kennenlerngespräche geführt, aber die waren eben so Freestyle, was auch in Ordnung ist. Aber ja, jetzt habe das plötzlich alles so eine innere Struktur gekriegt und ja, und das wirkt. Also es funktioniert sozusagen. Und es ist aber gar nicht, also es ist ganz authentisch, es ist gar nicht verkaufen im Sinne von, ich drehe irgendwelchen Leuten irgendwas an. Ja, es ist ja eine ganz klare in Kontakt treten letztlich, was da durch diesen Prozess möglich wird. Und ja, ist also ein in meine Business-Praxis übergegangen. Ja, und ich erwähne es deswegen, weil das ist ja auch ein Teil, weil du es zu Anfang erwähnt hast, mit dem einen ist deine Wirksamkeit als Therapeut oder Coach und das andere ist deine Wirksamkeit als Geschäftsfrau und wie du dein Business aussiehst. Genau. Und welche Skills dort notwendig sind, genauso wie wir in unserer Coaching-Praxis unsere Säge immer schärfen und neue Prozesse und Dinge lernen, die uns helfen können, zu einem besseren in Kontakt treten, wie auch immer das anderen bedeutet. Julia, wenn du zurückblickst über die letzten 6-7 Monate, was würdest du sagen, was war dein Entwicklungsweg, was war das Wichtigste, was geschehen ist in der Zeit für dich? Ja, also ich glaube wirklich, das Allerwichtigste für mich ist diese, also dass ich ein Fundament für mein Business bekommen habe. Ja. Also Fundament für meine innere Arbeit, das hatte ich. Ja, das war irgendwie total, darüber war ich mir ganz sicher. Aber dass ich auch jetzt weiß, dass das ein gutes, tragfähiges Business auch werden kann. Also dass ich auch unternehmerisch wirklich sinnvolle Ziele erzielen kann. Darüber habe ich eine ganz, ganz tiefe Klarheit bekommen. Ja, also ich habe mit dir herausgearbeitet, dass ich ein proprietäres System habe. Ich habe herausgearbeitet, wie ich innerhalb dieses Systems sowohl 1:1 Arbeit machen kann für die Leute, die sich das leisten kann, und wie ich das aber auch übersetzen kann in Gruppenprogramme. Ich habe eine totale Klarheit darüber, wie meine Funnel funktionieren. Ich habe plötzlich Funnels, die wirklich funktionieren, und das macht so viel Sinn, wenn man seine Marketingaktivitäten macht und man weiß, ich mache das jetzt, weil dann das soll ja das und das kommt dahin und das kommt dahin. Und das hat aber alles eine innere Sinnhaftigkeit, auch im Sinne von Wertschöpfung. Ja. Einerseits, ja, also den Wert, den ich stifte durch den Content, den ich gebe, aber auch, dass ich weiß, ich mache es, weil am Ende steht das und das Programm oder das und das Coaching-Paket. Das gibt es für mich wie so eine innere Wegeleitungssystem. Ne? Ja. Ja. Und das habe ich, das sind meine Ergebnisse. Und ich finde, das ist sehr viel für die verhältnismäßig kurze Zeit. Wir haben ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Erstmal, kann ja sein, dass wir wieder zusammenarbeiten. Ja, ich hoffe es doch. Ja, ich hoffe, genau. Es kann den einen oder anderen. Und das ist sehr viel innere Struktur und Klarheit, die bei mir gewachsen ist. Genau. Und du hast gerade erwähnt, die kommende Herbstprogramme. Was steht so an? Was kannst du uns darüber ein bisschen erzählen? Was kommt auf deine Kunden zu? Genau. Also ich werde jetzt einen Prozess, den ich schon sehr oft den ich auch als Einzelcoaching anbiete, Vision Quest. Also das ist im Grunde genommen das Format, was ich anbiete, wenn jemand an so einem Punkt in seinem Leben steht, wo er sagt, okay, ich stehe jetzt hier und ich weiß, so möchte ich nicht, dass es weitergeht. Ich weiß aber auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich wünsche mir aber eine ganz andere Tiefe im Kontakt mit mir selbst, also mit meinem Lebenssinn, sage ich jetzt mal, und aber auch an Lebensqualität. Ne? Und das ist der Grund, warum man sich diese sehr grundsätzlichen Fragen über den Lebenssinn stellt, können eben unterschiedliche sein. Es sind Leute, die hatten Zusammenbruch, es sind Leute, die länger schon ein Gefühl von Sinnlosigkeit erleben oder die einfach sagen, okay, ich will jetzt nochmal wirklich den Horizont ganz weit machen. Und da werde ich eben jetzt im Oktober zum ersten Mal dieses
Vision Quest Programm, was ich wirklich schon erprobt habe, ja, was ich über 2 Jahre schon sehr erprobt habe. Ich habe das hier in Einzelcoachings schon oft gemacht mit Klienten und ich habe es auch in kleinen Gruppen hier schon öfter durchgeführt in meiner Praxis. Das werde ich jetzt erstmals anbieten als Online-Mentoring-Programm. Das ist sehr konzentriert, das geht über 4 Wochen und ist ganz toll, weil es ganz, ganz schöne, kreative Methoden. Also es geht ja wirklich darum, dass wir nicht so jetzt aus dem Kopf das eine Ziel ums nächste ersetzen, sondern unsere Seele befragen. Ja, also wirklich ein bisschen tiefer kommen. Und dazu benutze ich ganzheitliche Methoden, wie in meiner gesamten Arbeit. Arbeite viel mit inneren Bildern. Und ja, wir machen den Horizont sehr weit. Ja. Und da ich mich ja als Anwältin der Seele verstehe, versuchen wir eben auch der Seelensprache Ausdruck zu geben und so ein Ergebnis zu erzielen, dass am Ende steht, okay, ich weiß, was ich eigentlich wirklich leben will. Mhm. Ja, ich weiß, wohin mein Herz mich zieht. Und das wird mein Vision Quest Programm. Ich freue mich schon total darauf. Ja, ich freue mich mit dir. Und dieses Programm, überhaupt jedes Mal, wenn du darüber sprichst, auch im 1:1-Coaching, hast du immer jedes Mal total gestrahlt. Und man merkt dir voll an, dass dieser Prozess dir auch von deiner Seite irre Spaß macht und dass du sehr leidenschaftlich die Menschen begleitest bei ihrer Vision-Findung, gell? Also ganz, ganz toll. Ja, ist auch berührend. Es ist eine sehr berührende Arbeit auch so, wenn ich hier mit meinen Klienten gearbeitet habe, was daraus kommt. Ich habe viel allerdings auch gelernt über die Blockaden. Ja, also es gibt Menschen, die können sich da sehr intensiv öffnen in diesem Prozess. Und das ist auch eine Lehre, die ich gezogen habe aus der Arbeit in den letzten 2 Jahren, wo ich das hier schon erproben konnte, dass sehr schnell so Blockaden kommen, dass also eigentlich etwas kommt und für mich auch als Begleiterin schon sehr kraftvoll sichtbar wird und dann aber sehr oft so dieses, ach, das geht doch nicht und das kann ich doch nicht oder was soll ich denn jetzt damit und so. Ja. Und also das habe ich jetzt auch, da habe ich so ein bisschen das noch erweitert jetzt für den Online-Prozess, auch um so, was machen wir eigentlich, wenn dann gleich wieder so das Brett vorm Kopf kommt. Ne? Ja. Also das habe ich noch so ein bisschen mit rein. Das ist total schön, wenn diese Erfahrungen einfließen in den nächsten Schritt deiner Arbeit und dann kommen die nächsten. Also so wird man verfeinert das Ganze immer auf dem Weg. Ja. Lieber Julia, wo kann man dich online finden, um mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren? Ja. Also meine Mentoring-Programme findet man unter www.julia-engel.de und da sind eigentlich die Mentoring-Programme, das ist jetzt das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist dort zu finden. Es gibt noch eine Seite zur Praxis hier in Berlin, auf die wird aber von der Seite dann auch verlinkt, die findet man auch. Genau, und die Akademie wird Anfang 2018 online gehen und die findet man dann aber auch, wenn man über die Mentoring-Seite geht. Sehr schön. Also ich wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg, viel Freude in deinem Business. Ich bin immer für dich da, das weißt du ja. Und ich freue mich besonders, dass du heute so viel Zeit genommen hast, um dieses Gespräch mit mir zu führen. Mein Herz ist riesengroß und meine Freude auch, dass du da stehst, wo du stehst und was noch vor dir steht und kommen wird für dich und vor allem für deine Kunden. Ich verstehe die Arbeit, die ich mache und die du machst, als Lichtarbeit, als weltverändernde Arbeit, die so wichtig ist. Und danke dir vom Herzen. Es war für mich eine Ehre und ein Privileg, dich ein kleines Stück zu begleiten dahin. Vielen Dank und bis demnächst. Danke, Sherry. Ich danke dir ganz von Herzen auch für die tolle, tolle, schöne Zusammenarbeit und auch für dieses Interview. Sehr gerne. Danke dir. Ciao. Tschüss.